Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 14, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs. Hierzu Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und der FDP. Das ist 1965/20 zu 1962/67 zu 1956/24 und der Änderungsantrag 1965/38. Gibt es hier Berichterstattung? Wer macht das, Frau Kollegin Erfurth? Das ist gut, dann mach's. Ja, weil es hier auf meinem Zettel nicht steht, deshalb ist es gut, dass du es machst. Ja. Ja, aber es macht doch nichts. Es läuft, das ist, es läuft, aber wenn es nicht da steht. Bitte sehr. Ja, meistens. Frau Kollegin Erfurth hat das Wort. Ja, 6 bis 7. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Beschlussempfehlung. Was war jetzt der Anlass für die Heiterkeit, Herr Kollege? Ach so. Okay. Ja, sowieso. Aber ich wollte Ihnen die Gelegenheit geben, hier Ihre. Ja, alles gut. Ich habe Sie mit. Meine Damen und Herren, wir wollen doch bei Zeit fertig werden. Es ist doch schön, wenn Sie alle heiter sind. Das ist doch schön um diese Zeit. Frau Kollegin Erfurth, bitte sehr. Machen Sie heiter weiter. Vortragen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der LINKEN und der FDP bei Stimmenthaltung der SPD den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. Ich eröffne die Aussprache. Zunächst spricht der Fraktionsvorsitzende der FDP, Kollege René Rock, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Frühkindliche Bildung ist ein Thema, über das wir uns jetzt sehr intensiv auseinandergesetzt haben, in Anhörungen, in Debatten hier im Landtag, in Veranstaltungen. Auch vor Ort haben wir uns informiert. Ich habe mich informiert. Ich habe 60 Kindertagesstätten besucht, schon ein paar mehr jetzt sogar. Und das Thema frühkindliche Bildung ist ein Thema, das zumindest einmal die letzten Monate uns beschäftigt hat, aber uns künftig auch, ich denke, in der nächsten Legislaturperiode zwingend beschäftigen muss. Warum ist das so? Es ist deshalb so, weil sich einiges in unserem Land verändert hat. Und es gibt Menschen, die finden das gut, es gibt Menschen, die finden das weniger gut, aber wir haben Fakten zur Kenntnis zu nehmen, und diese Fakten sind klar. Über 60% der Kinder in unseren Kindertagesstätten werden mittlerweile über 7 Stunden am Tag betreut. Über 30% der Kinder über 9 Stunden. Das erfordert eine komplette Überdenkung unserer bisherigen Strategie bei dem Thema frühkindliche Bildung. Das erfordert, dieses Thema noch stärker in den Fokus zu nehmen, und das erfordert, dass wir hier auch im Hessischen Landtag, aber auch die Hessische Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung dieser Aufgaben deutlicher und stärker unterstützt. Und es geht auch darum, dass die Interessen der Eltern und deren Wünsche ausreichend gewürdigt werden. Und wir haben heute Morgen über den Sport diskutiert, wie wichtig es ist, dass die Aktiven des Sportes partizipieren können, dass sie ihre Vorschläge vorbringen können, dass die hier gehört werden. Wir kennen das aus dem Schulbereich. Und es ist jetzt so, dass wir eine Partizipationsmöglichkeit der Eltern, deren Kinder in unsere Betreuungseinrichtungen gehen, in unsere Einrichtungen der frühkindlichen Bildung gehen, dass auch die hier auf Landesebene eine legitimierte Stimme bekommen. Eine legitimierte Stimme. Ich kenne niemanden in diesem Haus, der dieser Widerlegung widerspricht. Ich kenne niemanden in diesem Haus, der nicht akzeptiert und anerkennt, dass die Eltern unserer Kinder, deren Kinder in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung und Betreuungseinrichtungen gehen, dass die hier eine Stimme haben sollten. Keiner in diesem Haus spricht dagegen. Es gibt eine Elterninitiative, die dankenswerterweise schon von der Landesregierung unterstützt wird. Auch die erklärt, das ist wichtig und das wollen wir umsetzen. Und darum ist es
schwer verständlich, dass wir es nicht geschafft haben, hier im Landtag in einer Ausschusssitzung des Sozialausschusses eine Lösung zu finden. Und das war der Vorschlag meiner Fraktion, gemeinsam CDU, SPD, Grüne, wir gemeinsam einen solchen Gesetzentwurf zu formulieren im Sinne der Eltern, deren Kinder in unsere Einrichtung, in die Einrichtung der frühkindlichen Bildung gehen. Ich kann es auch wirklich, und ich möchte mich ausdrücklich beim Abg. Merz bedanken, auf dessen Initiative wir ja auch noch einmal diesen Versuch gestartet haben, ausdrücklich bei der SPD bedanken, auch bei der Linksfraktion bedanken, dass Sie diesen Vorschlag unterstützen. Und es geht ja wirklich nicht darum, dass jetzt vor einer Wahl jemand noch einen Punkt macht, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam mit dem gemeinsamen Gesetzentwurf, Herr Boddenberg, gemeinsam, wo alle sich das hätten ans Revers heften können, dass wir gemeinsam für die Eltern diese Initiative vorangebracht hätten. Die Eltern haben uns darauf hingewiesen, dass sie glauben, dass es nicht einfach wäre, diese Wahl umzusetzen. Das ist ein Argument, das muss man ernst nehmen. Aber ich bin mir sicher, wenn wir gemeinsam das möchten und mit Unterstützung des Landes das auch umsetzen wollen, wäre es auch möglich gewesen, das zu tun. Und wir wissen doch alle, dass diese Initiative, die wir heute gestartet haben, dann eben nach dem 28. Oktober erneut hier auf die Tagesordnung kommt und dass dann nach der Wahl Sie alle zustimmen werden. Und ich finde es schade, dass wir im Sinne der Eltern das nicht jetzt schon hätten machen können. Darum haben wir ja angeboten, dass wir es gemeinsam machen, dass es nicht irgendwie der Verdienst einer Fraktion ist. Und es ist jetzt leider so, aber ich gebe Ihnen mit Sicherheit, oder meine Fraktion gibt Ihnen mit Sicherheit in der nächsten Legislaturperiode erneut die Chance, dieses Versäumnis von heute wieder gut zu machen und dann eben diesem Beirat, dieser Vertretung zuzustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege René Rock. Das Wort hat der Abg. Gerhard Merz, SPD-Fraktion, Gießen. Was das mal einer sagt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich für die Erwähnung meines Wahlkreises und meiner Heimatstadt. Da redet man doch gleich viel freier als sonst. Also, ich will da anfangen, wo Kollege Rock aufgehört hat. Es gibt wirklich nichts Deprimierenderes in diesem Parlament als gescheiterte Versuche über Parteigrenzen in Dingen, die nicht und die eigentlich nicht strittig sein können, etwas gemeinsam auf den Weg zu bringen. Es gibt nichts Trostloseres und Alberneres als die Verrenkungen, die Fraktionen in diesem Haus anstrengen müssen, um nur ja nicht einem Vorschlag, der eigentlich vernünftig und unstreitig ist, nicht zustimmen zu müssen, bloß weil eine andere Fraktion ihn ursprünglich einmal auf den Weg gebracht hat. In diesem Fall waren es zwei Fraktionen. Die Kollegen von der FDP hatten einen separaten Gesetzentwurf eingebracht, um die Elternrechte auch auf der Landesebene bei der Formulierung von Kindertagespolitik zu unterstützen. Wir hatten einen im Rahmen unseres umfassenden Gesetzentwurfs zur Neustrukturierung und zur Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung eingebettet. Es gab keinen vernünftigen Grund, in dieser Frage nicht zusammenzukommen. Wir haben in der ersten Lesung des FDP-Gesetzentwurfs darauf hingewiesen, dass da eine Reihe von Ungenauigkeiten waren, dass man eine Reihe von Voraussetzungen schaffen muss. Es ist im Rahmen der Anhörung sind eine Reihe von Dingen erwähnt worden, z.B. die Frage der Aufgaben, dass das beschrieben werden muss, etc. 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 Wir haben alles dieses in der zweiten Lesung noch einmal besprochen. Es gab den erneuten Vorschlag, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, die greifbar mit Händen zu greifen war. Deswegen habe ich seinerzeit für die SPD-Fraktion dieses Angebot gemacht. Das ist von den Kollegen von der FDP aufgegriffen worden, unerfreulicherweise von niemandem sonst, sodass es jetzt bei dem Vorschlag bleibt, von dem ich glaube, dass er alle
Anregungen aus der Anhörung aufgreift, dass er auch alle Bemerkungen, alle Hinweise aus den zwei Plenumsdebatten, die wir hatten, aufgreift, und dass er im Grunde auch das, was wir jetzt gestern von der Arbeitsgemeinschaft, der Landesarbeitsgemeinschaft Eltern von Kita-Eltern Hessen bekommen haben. Und damit will ich mich jetzt, beziehungsweise ich will noch einmal kurz die wesentlichen Punkte des Änderungsantrags rekapitulieren. Wir schaffen mit diesem Änderungsantrag als erste Stufe reguläre Elternvertretungen auf Städte- und Gemeindeebene und auf der Ebene der Jugendamtsbezirke. Das war eine der Unschärfen im ursprünglichen Entwurf der FDP, die das auf Kreisebene geschaffen hat. Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Kreisebene nicht per se die richtige Adresse ist, sondern dann richtig ist, wenn die Kreise Jugendhilfeträger sind, dass es aber eben auch noch andere Jugendhilfeträger gibt und dass das die richtige Ebene ist als Adressat, und natürlich die Ebene der Städte und Gemeinden, dort, wo die Trägerschaft ja unmittelbar stattfindet. Dort haben wir nicht überall zum gegenwärtigen Zeitpunkt Elternvertretung. Und natürlich, das Hauptziel war die Etablierung einer Elternvertretung auf Landesebene. Über deren Bedeutung hat Kollege Rock hier schon genug gesagt. Und es ist auch evident, dass bei all den vielen Debatten, die wir hier in den letzten 2 bis 3 Jahren oder im Grunde in den letzten 10 Jahren hatten, in der KEFÖG-Debatte hatten, über die frühkindliche Bildung, dass es uns an einer organisierten, legitimierten Elternvertretung auf Landesebene hier in der Tat mangelt. Und die wird hiermit etabliert, und sie wird auf eine solide Grundlage von mit Kompetenzen ausgestatteten Elternvertretungen auf Städte, Gemeinde und auf Jugendhilfeträgerebene unterfüttert. Die Einwände, die die Elternvertretung gemacht hat, die verstehe ich, aber ich kann Ihnen nicht folgen. Ich glaube nicht, dass die Fristen, die hier in dem Gesetz vorgesehen sind, zu kurz sind. Ich glaube, dass man in einer Frist von 3 Monaten durchaus eine Elternvertretung auf Gemeinde und auch auf Jugendhilfeträgerebene etablieren kann und darauf folgend dann in weiteren 2 Monaten eine Wahl durchführen kann für eine Elternvertretung auf Landesebene. Es hat auch keinen Sinn, das zu weit in das Kindergartenjahr hineinzuschieben, weil diese Elternvertretungen ja auch tatsächlich noch etwas tun und etwas bewirken können sollen. Zweitens. Die Kompetenzen, die in diesem Änderungsantrag den Elternvertretungen zugewiesen werden, sind im Fall der Elternvertretungen auf Gemeinde und Stadt und Kreis respektive Jugendhilfeträgerebene schon sehr konkret. Sie beziehen sich auf sehr konkrete Mitbestimmungs- und Mitwirkungstatbestände. Das muss auf der Landesebene notwendigerweise etwas weniger konkret sein. Aber wenn Sie es einmal vergleichen mit dem, was wir im Hessischen Kinder- und Jugendgesetzbuch als Kompetenz für den Landesjugendhilfeausschuss beschrieben finden, ist es nicht so weit davon entfernt, jedenfalls was die Präzision des Vorschlages angeht. Dass der Bereich der Kindertagespflege keine Berücksichtigung findet, liegt in der Natur der Sache. Liegt in der Natur der Sache, weil die Eltern dort aus der Natur der Sache heraus nicht wirklich organisiert sind. Man wird aber darüber nachdenken können und sollen, ob das nicht in Zukunft anders geregelt werden kann. Und damit, glaube ich, ist ausreichend dargetan, dass wir allen Gesichtspunkten, die in einer solchen Frage zu berücksichtigen sind, Rechnung getragen haben. Ich halte, wie gesagt, die Einwände, die von der Landesarbeitsgemeinschaft vorgetragen worden sind, zwar für nachdenkenswert, aber ich glaube, dass sie nicht dazu führen können, dass dieser Antrag abgelehnt werden muss. Ich bitte um Zustimmung. Vielen Dank, Kollege Merz. Hat die Frau Abg. Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich will das auch noch einmal betonen, was Herr Kollege Rock gesagt hat. Natürlich sind auch wir für die Konstituierung einer besseren Mitsprache der Eltern, deren Kinder die hessischen Kindertagesstätten besuchen. Natürlich sind wir auch
diejenigen, die dem Wunsch nachkommen wollen, einen Landeselternbeirat zu bilden. Und deshalb freuen wir uns ebenso sehr über die Initiative und das Engagement der hessischen Kita-Eltern. Und deshalb streiten wir auch heute gar nicht in der Sache mit Ihnen, Herr Rock. Das haben Sie schon richtig formuliert. Aber wir halten den jetzt vorliegenden FDP-Gesetzentwurf für noch nicht ausgereift, und wir halten ihn für verfrüht und nicht so, wie Sie es formuliert haben, umsetzbar. Das hat auch die Anhörung ergeben. Der FDP-Vorschlag wird eben nicht seinem Anspruch gerecht, einen demokratisch legitimierten Landeselternbeirat zu konstituieren. Jetzt haben Sie, und das war sicherlich auch notwendig, mit Ihrem, ich will mal sagen, Wunschpartner, so habe ich es in der Presse gelesen, SPD, einen Änderungsantrag eingebracht, und der berücksichtigt, und das ist auch unbedingt notwendig, wenn man so etwas demokratisch legitimiert anfangen will, also von den Kindertagesstätten über Stadt- und Gemeindeebene zu Kreis- oder Jugendamtsebene bis hin schließlich zum Landeselternbeirat, dann muss eben auch die untere Ebene, nämlich die Stadt- und Gemeindeebene, berücksichtigt werden. Da stimmen wir auch überein. Aber so einfach ist das eben nicht. Und damit alle Kollegen, die sich nicht jeden Tag mit den hessischen Kitas beschäftigen, mal eine kleine Vorstellung von dem haben, was das bedeutet, dem rate ich, sich mal vorstellen, wie viele Kitas wir in Hessen eigentlich haben. Es sind nämlich weitaus mehr, nämlich mehr als doppelt so viele Kitas, als wir Schulen haben. Es sind über 4.000 Kitas und damit über 4.000 Elternbeiräte, die wir jetzt schon in den Kindertagesstätten haben. Die müssen berücksichtigt werden. Und dann haben wir nämlich auch die Frage zu diskutieren, Herr Merz hat es angesprochen, wie die Tagespflege in Entscheidungen integriert werden sollte. Und das Wichtige, was zu berücksichtigen ist und was der große Unterschied ist zwischen hessischen Schulen, wir haben eine ganz breite, und darauf sind wir hier in Hessen ja auch stolz, eine ganz breite Vielfalt von Trägern. Wir haben nicht den Träger, sondern wir haben eine ganz breite Vielfalt von kommunalen, von kirchlichen und freien Trägern. Und das geht alleine schon auf Stadtebene los. Ja, wir haben auf Stadtebene bereits in Frankfurt. Ja, die Eltern sind aber, die haben ihre Kinder in sehr viele unterschiedliche Kitas mit unterschiedlichen Trägern geschickt, und die müssen vernetzt werden. Darüber sind wir uns ja wohl einig. Und in Frankfurt bereits gibt es ja einen Stadtelternbeirat, aber nur für die kommunalen Kitas. Also selbst dort ist es noch nicht gelungen, die breite Trägerschaft, die Eltern aus dieser Trägerschaft miteinander zu verbinden. Und deshalb sind wir der Auffassung, man sollte nicht den zweiten, dritten und vierten Schritt vor dem ersten machen. Zunächst wollen wir eben der neuen Servicestelle der LAG Kita-Eltern Hessen Zeit lassen, sich bekannt zu machen und Strukturen zu bilden, um die Kommunikation auf allen Ebenen aufzubauen. Und dafür ist eine erhebliche Vorarbeit zu erbringen. Und genau das haben die Kita-Eltern in der Anhörung auch zur Sprache gebracht. Und das ist ihnen ganz besonders wichtig. Für die personelle Unterstützung und die Ausstattung haben die Kita-Eltern die finanzielle Unterstützung aus dem Ministerium erhalten. Das ist gut so, und das wird auch von den Kita-Eltern sehr begrüßt. Doch ich will hier an dieser Stelle ausdrücklich den Kita-Eltern auch meine Anerkennung aussprechen. Mit großem Elan gingen sie an ihre Aufgabe heran. Und mich hat persönlich sehr beeindruckt, wie sie in kürzester Zeit schon den ersten Newsletter auf den Weg gebracht haben. Den haben wir in unserem Postfach gefunden. Sie beteiligen sich regelmäßig schon an den Anhörungen, und sie haben sich auch bereits im Landesjugendhilfeausschuss vorgestellt. Frau Kollegin Ravensburg, der Kollege René Rock ist ganz begeistert und möchte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Wir für unsere Fraktion noch einmal zusammenfassen. Wir sind dabei der Meinung, man muss erst die Strukturen aufbauen. Man soll den Kita-Eltern die Chance geben, ihnen den Freiraum lassen, damit sie ihre Strukturen aufbauen können. Und deshalb geht es nicht darum, wann, wer, wie, welchen Gesetzentwurf vorbringt, sondern wir sind einfach noch nicht so weit. Und deshalb lehnen wir den Gesetzentwurf der SPD und den
den Änderungsantrag SPD, FDP und den Gesetzentwurf zu heutigen Zeitpunkt ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Das Wort hat der Abg. Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen von der FDP! Schon zur ersten Lesung haben wir unsere Position vorgetragen, dass das Ziel, dass wir zukünftig in Hessen auch einen Landesbeirat haben, der gesetzlich verankert ist, dass wir in diesem Ziel nicht strittig sind. Wir haben aber mit den Betroffenen selbst gesprochen, und die haben gesagt, in der Tat wäre es zu diesem Zeitpunkt verfrüht. So, und das muss man irgendwann einmal zur Kenntnis nehmen. Man hat die Begründung der Betroffenen auch angehört. Die haben gesagt, es fehlt der Unterbau, der organisationelle Unterbau dessen. Und wenn Sie 426 Gemeinden haben, oder wie viel sind wir jetzt durch die Zusammenlegung von Oberzehnt? 423, danke, Herr Innenminister. 423 Gemeinden, ich glaube, durch die Zusammenlegung von der Gemeinde Oberzehnt, nicht wahr? Genau, sind es ein paar weniger geworden. Herzlichen Dank. 423 Gemeinden. Und wenn wir davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil derer überhaupt eine statt Elternbeiräte haben, dann fehlt der organisatorisch-strukturelle Unterbau eines solchen Landeselternbeirats und damit auch eine demokratische Legitimierung. So einfach ist der Sachverhalt. Und alles andere, jetzt schon zu einer Lösung zu kommen und jetzt etwas zu verabschieden, damit im Jahr 2020 so etwas verankert wird, ist doch deshalb nicht wirklich zielführend, weil die betroffene LAG selbst gesagt hat, lasst uns doch einmal schauen, welche Unterstützung wir denn dann zu diesem Zeitpunkt gesetzlich überhaupt brauchen. Also, die werden dann ein Jahr arbeiten, und sie werden dann auch sagen, so, liebe Leute, nach einem Jahr haben wir folgende Forderung, das, was wir gesetzlich brauchen. Und deswegen würden wir heute etwas gesetzlich beschließen, was wir noch gar nicht wissen, was in einem Jahr bei rauskommt, wie die ersten Erfahrungen der Arbeit ist. Und wenn die uns dann sagen, wir würden uns Folgendes wünschen, A, B, C, D, dann können wir im Frühling oder im Herbst 2019 gerne darüber reden oder im Sommer 2019 gerne darüber reden, wie wir das in eine gesetzliche Form eingießen werden. Dazu stehen wir bereit. Das hat CDU und Grüne gesagt. Das wird dann bei der neuen Landesregierung ebenso beschäftigen. Das Ziel bleibt unstrittig. Wir brauchen eine demokratisch legitimierte Landeselternbeiratsvertretung für Kindergärten. Diesem Ziel widersprechen wir nicht. Wir halten den Zeitpunkt zu verfrüht, weil es keinen kommunalen Unterbau gibt. Und wenn dem so ist, kann man nicht mit dem Kopf durch die Wand, weil man mal eine tolle Idee hatte, die zugegebenermaßen gut ist. Aber man muss nicht mehr mit demselben Kopf gegen dieselbe Wand laufen, wenn man merkt, man kommt nicht voran. Und man kommt auch nicht voran. Das ist wie beim Gras. Wenn Sie einen Rasen sehen, Herr Merz, werden Sie auch nicht dadurch der Rasen schneller wachsen, indem Sie an den Grashalmen ziehen, sondern Sie müssen es wachsen lassen, und das dauert seine Zeit. Und genau das organisiert jetzt diese LAG. Und der Rasen wird nicht schneller wachsen, auch wenn Sie noch dreimal hier voll am Pult stehen und sagen, ich will aber jetzt mal dran ziehen, dann haben wir es auch schneller. Es wird nicht schneller kommen. Man muss etwas organisch wachsen lassen. Und wenn es organisch gewachsen ist, sehen wir gesetzliche Notwendigkeiten. Und die werden wir dann in dementsprechendes Gesetz ummünzen. Und genauso ist der richtige Weg, wie Frau Ravensburg es beschrieben hat. Ein Schritt nach dem anderen, klug vorgehen und dann tatsächlich das absichern. Das, was Sie wollen, ist erst einmal ein Gesetz verabschieden, dann mal gucken, wie es läuft. Und das finden wir rückwärts gedacht, organisatorisch unstrukturiert und nicht durchdacht. Auch selbst die Betroffenen dort aus der LAG, die das jetzt einen Förderauftrag haben und Gründungsauftrag haben, die geben uns recht. Sie sagen selbst, sie wollen zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Gesetz. Und da muss man auch irgendwann mal sagen, jetzt ist mal gut, wir lassen davon ab und will nicht noch einmal mit dem Kopf durch dieselbe Wand, auch in dritter Lesung, sondern einfach mal sagen, okay, vielleicht war es einfach zu früh, aber die Idee bleibt ja im Raum und die Ruhm und Ehre der FDP bleibt ja auch, dass sie die Idee aufgebracht haben und in den Landtag eingebracht. Ruhm und Ehre gebührt dann der FDP historisch. Aber es wird trotzdem nicht besser dadurch, dass wir jetzt mit aller Gewalt das jetzt hier verabschieden müssen. Ich bedanke mich. Danke, Herr Bocklet. Für die Linken hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Bocklet, ich will mal bei Ihrem Bild vom Rasen bleiben. Wenn man einen Rasen haben will, dann kann man lange darauf warten, dass er wächst, wenn man kein Gras aussät. Und das ist genau das, was hier gerade versucht wird. Und da brauchen Sie auch gar nicht über das Dranziehen zu reden, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, es überhaupt erst einmal auf den Weg zu bringen. Und hier ist sehr genau beschrieben, wie man es machen kann. Sie haben auch etwas gemacht. Das finde ich auch löblich, dass Sie überhaupt etwas gemacht haben. Aber das ist an der Stelle deutlich zu wenig. Dass die Menschen in der LAG ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Courage haben, kann ich auch gut verstehen. Hätte ich an deren Stelle vielleicht auch.
Aber man kann sich doch einmal überlegen, dass wir in diesem Land funktionierende Strukturen haben. Wir haben arbeitende Gemeinden. Wir haben in jeder Gemeinde Säle, in denen Menschen sich versammeln können. In den Gemeinden ist bekannt, wer und wo die Kitas sind. Das sind nämlich keine Geheimeinrichtungen, sondern im Allgemeinen der Gemeinde gut bekannte Einrichtungen, selbst mit Adresse, die man anschreiben kann, um einen Termin bekannt zu geben. Hier ist eine Terminleiste aufgezeigt. Die ist zugegebenermaßen sehr knapp. Ich hätte die auch ein klein bisschen größer an manchen Stellen gerne formuliert gehabt. Aber hier sieht man doch ganz eindeutig, dass es den Willen auf Ihrer Seite nicht gibt. Und ich habe kein einziges Argument gehört von den Seiten der Regierungsfraktion, das tatsächlich dazu führen kann, dass man sagt, nein, das kann man jetzt nicht machen. Ich habe einen Haufen Bedenkenträgerei gehört. Ich habe einen Haufen Zögerlichkeit gehört. Und ich sage mal, es ist nicht so ganz abwegig, hier zu sagen, da haben die Falschen etwas aufgeschrieben, deswegen lehnen Sie es ab. Ich finde, das ist eine politische Spielerei, die hier gemacht wird. Die ist dieses Hauses nicht würdig. Hier liegt ein Entwurf vor, über den könnte man... Das entscheiden Sie. Ach so. Ach, das entscheiden Sie, was hier würdig ist. Das entscheiden Sie, was in diesem Haus würdig ist. Ihre Allmachtsfantasien, Herr Boddenberg, sind ekelhaft. Die sind einfach nur ekelhaft. Also, es geht gar nicht mehr. Ekelhaft. Ich sage es auch noch einmal. Die unterste Schublade bedienen hier Sie. Das ist ganz eindeutig. Das ist wirklich ganz eindeutig. Und ich glaube, dieses Protokoll können Menschen da draußen nachlesen. Und wenn Sie diese Zwischenrufe mitlesen, dann werden die auch genau so entscheiden. Das muss man doch einfach einmal klarstellen. Es liegt ein überarbeiteter Entwurf vor, der zeigt, dass das, was an Kritik da gewesen ist, aufgenommen worden ist. Das ist noch einmal nachpräzisiert worden. Damit wird es sehr viel deutlicher. Und es ist, glaube ich, sehr gangbar, was hier aufgeschrieben ist. Und ich sehe überhaupt nicht, wo da ein Problem ist, das umzusetzen, wenn man ernsthaft Beteiligung von Eltern haben will. Und wenn man das nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben will, dann kann man das jetzt beschließen. Sie wollen es ganz offensichtlich nicht. Inhaltliche, vernünftige und nachvollziehbare Gründe gibt es dafür nicht. Sie müssen ziemlich viel Angst vor den Eltern in diesem Land haben. Danke, Frau Schott. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretär Dr. Dippelt das Wort. Das war jetzt ganz korrekt, Herr Dr. Dippelt. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst danke ich der FDP-Fraktion und auch der SPD, Herrn Merz, für die Vorschläge, die eingebracht worden sind und die wir gerne natürlich mit übernehmen nach reichlicher praktischer Überprüfung, welchen Weg wir dann vielleicht auch gemeinsam gehen können, um einen Landeselternbeirat zu konstituieren. Vielleicht kann man zuhören, ich kann auch lauter sprechen, kann ich auch noch. Aber ich denke, dass wir nicht die Emotionen hier im Mittelpunkt stellen sollen, sondern ich denke mal die Sachlichkeit. Und es ist wirklich zu begrüßen, dass wir die Vertreterinnen und Vertreter vor Ort mit einbinden. Das ist gut, das ist richtig. Mitbestimmung, aber auch Verantwortung. Die LAG hat den Auftrag bekommen, im Grunde genommen diesen Weg uns erst einmal aufzuzeigen. Und ich denke, dazu benötigen wir auch entsprechende Zeit. Und wir sollen die Wahlen, die Dinge einfach mal draußen lassen, sondern wichtig ist, die Menschen mitzunehmen, kein Gesetz überzustülpen, sondern dass so ein Gesetz auch akzeptiert wird und die Menschen dann auch bereit sind, diesen Weg mitzugehen und ihre Verantwortung zu tragen. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt momentan. Wir haben eine sachliche Diskussionsstruktur in diesen Gremien. Die bündeln wir, die führen wir zusammen, und dann erwarten wir einen Vorschlag. Ich denke, das ist der richtige Weg, und deshalb plädiere ich dafür, jetzt das Gesetz natürlich abzulehnen und dann im Grunde genommen mit dem Arbeitsauftrag zu beginnen bei der LAG. Und dann, denke ich, in der neuen Legislaturperiode wird dann der Weg auch aufgezeigt sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Dr. Dippelt. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Merz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Strafe muss sein.
Ich habe mich noch einmal gemeldet auf den Beitrag des Kollegen Bocklet hin. Und jetzt, der Staatssekretär hat ja im Grunde dieselbe Horn getutet. Es wird hier wirklich ein Popanz aufgebaut, als sei die Sache unendlich kompliziert. Und als gäbe es überhaupt kein. Nein, es ist überhaupt nicht kompliziert. Wir haben eine Vorschrift jetzt schon im Hessischen Kinder- und Jugendgesetzbuch, wonach in allen Kinderbetreuungseinrichtungen Elternbeiräte zu bilden sind. Das war eine der wenigen vernünftigen Regelungen seinerzeit in der KiföG-Novellierung. Zu bilden sind in allen, bei den freien Trägern und bei den kommunalen. Ja, die haben wir, und deswegen werden dort Kinder bei. Das Einzige, was tatsächlich neu ist, sind die Kinder, die Elternbeiräte auf Stadt-, und Gemeinde- und Jugendamtsbezirksebene und darauf aufbauend auf Landesebene. Und Sie sagen, es muss der Unterbau geschaffen werden. Wie wollen Sie ihn denn schaffen, demokratisch legitimiert, wenn nicht mit solchen Regelungen, wie wir sie hier in diesem Gesetzentwurf, in dem Änderungsantrag insbesondere? Sagen Sie mir doch einmal, was Sie vorschlagen werden. Es kann doch nicht einfach so in der Weltgeschichte rumlagern. Wenn wir Wert darauf legen, dass es eine demokratisch durch Wahlen legitimierte, von unten nach oben aufgebaute Struktur gibt, dann bleiben nicht viele Möglichkeiten übrig als die, die in diesem Gesetzentwurf festgehalten sind. Und deswegen ergibt sich aus dem Schreiben der LAG-Elternvertretung auch gar kein Hinweis, was diesen Teil der Regelungen angeht. Der wird begrüßt. Ich lese Ihnen einmal den entscheidenden Satz vor. Die in diesem Änderungsantrag vorgenommenen Präzisierungen und gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf weitergehenden Regelungen begrüßen wir als Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft KiTa Hessen e.V. im Grundsatz. Eine Umsetzung dieses Entwurfs würde eine deutliche Stärkung der Elternbeteiligung in hessischen Kitas mit sich bringen, die auch dem Vergleich mit anderen Bundesländern standhalten könnten. Und dann kommen ein paar Hinweise auf praktische Fragen, zu denen ich vorhin Stellung genommen habe, die aber die Frage des Unterbaus, auf den Sie jetzt so, den Sie so unglaublich problematisch fanden, alle miteinander, überhaupt nicht berühren. Also, es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass hier irgendjemandem irgendetwas übergestülpt werden soll. Es kann auch keine Rede davon sein, als würde hier etwas grundstürzend Neues gemacht, sondern es wird eine Zwischenstufe zwischen der Einrichtungsebene und der Landesebene geschaffen. Das ist alles. Dafür gibt es einen, wie ich finde, sehr praktikablen Vorschlag. Und ich wäre jetzt einmal sehr gespannt, von irgendjemandem zu erfahren, was denn eigentlich Ihre Vorschläge wären. Also, irgendeine Idee müssen Sie ja haben. Irgendeine Idee müssen Sie ja haben, wie das dann irgendwann einmal ad Calendas Graecas geregelt werden soll. Das hätte ich jetzt schon gerne einmal gewusst. Aber wahrscheinlich werde ich auch darauf heute keine Antwort bekommen. Schade drum. Ich bleibe dabei. Dieser Vorschlag ist verabschiedungsreif. Deswegen werden wir dem Änderungsantrag zustimmen. Sollte er der Ablehnung verfallen, werden wir uns bei dem Ursprungsgesetzentwurf der FDP wie bisher auch der Stimme enthalten. Das ist logisch, das hatte ich vorhin vergessen hinzuzufügen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Merz. Für die FDP-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender Herr Rock gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Ravensburg, lieber Markus Bocklet, ich muss doch meine Rede ein bisschen relativieren. Ich bin davon ausgegangen, alle Fraktionen stehen hinter dem Thema. Bei Herrn Bocklet gab es eine klare Aussage, dass die GRÜNEN hinter dem Thema stehen. Das begrüße ich. Aber Frau Ravensburg, nachdem ich Sie jetzt hier gehört habe, muss ich einfach feststellen, dass sich dieses Bild gerade hier am Pult zerstört hat. Das hat sich zerstört. Weil ganz klar ist, ja, liebe Frau Ravensburg, Ihre Fraktion ist ja schon verdächtig, dass Sie das Thema frühkindliche Bildung eher als Randthema sehen oder als sozialpolitisches Thema und nicht als bildungspolitisches Thema. Da sind Sie verdächtig. Sie sind mit dem Minister Grüttner verdächtig, dass Sie die Förderung des Bundes nicht wollen, die der Qualität in Hessen auch die Qualität auch vorangehen wollen. Da sind Sie verdächtig, Frau Ravensburg. Und Sie haben hier vorne gestanden und haben nur Ausflüchte gesucht. Und es gibt den alten Satz, wenn ich etwas will, dann suche ich nach Lösungen. Wenn ich etwas nicht will, dann suche ich nach Ausflüchten. Dann suche ich nach Ausflüchten. Warum haben Sie denn keinen Änderungsantrag gestellt und haben erklärt, wie wollen Sie es umsetzen? Von mir aus zeitlich verzögert. Nein, Sie haben bei mir den Eindruck hier verstärkt, Sie wollen es einfach nicht. Sie wollen es einfach nicht.
Da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, damit tun Sie den Kinder, der LAG, Eltern, tun Sie damit keinen Gefallen, weil die haben in ihrer Stellungnahme klar gesagt, dass sie so einen Beirat wollen, dass sie eine Elternvertretung wollen. Und Sie tun nichts dafür, sind nicht initiativ, um das voranzubringen. Und das finde ich sehr schade. Sehr schade. Danke, Herr Rock. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Bocklet zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Rock, Sie fragen, was tun wir dafür tun. Ich glaube, der Kollege Merz hat das ebenso gefragt. Diese Initiative LAG mit EV-Titel die wird jetzt von uns mit 50.000 € bezuschusst. Sie wird dort eine Koordinationsstelle bekommen. Sie hat den Handlungsauftrag, in Hessen flächendeckend dafür zu sorgen, dass vor Ort in den Gemeinden und Kommunen Stadtelternbeiräte sich gründen als einen institutionellen Unterbau für eine zukünftige Landeselternvertretung. So einfach ist es. Das wird ein Haufen Arbeit werden, ein Haufen Arbeit, und das wird professionell gemacht werden. Dafür gibt es im Übrigen, erst macht man es richtig, wie der Kollege Boddenberg sagt, eins Schritt nach dem anderen. Man fördert die Leute, die das machen wollen. Wir geben das extern, sodass auch tatsächlich nicht der Verdacht aufkommt, irgendjemand will es verschleppen. Die Leute, die das tatsächlich können und wollen, nah dran sind, die kriegen eine Förderung, eine institutionelle Förderung, und zwar so, dass sie die Strukturen aufbauen können. Das ist die Strategie. So einfach ist die Strategie. Ich kann die sogar beantworten, Ihre rhetorische Frage. Es ist nicht, dass etwas unterlässt, sondern es wird getan. Jetzt wird die Struktur kommunal aufgebaut. So einfach ist es. Die wird jetzt aufgebaut, Schritt für Schritt. Und wenn sie da ist, werden die dann auch eine Landeselternvertretung gründen. Wir haben es mit den Kollegen selbst abgesprochen. Die haben auch gesagt, es ist nicht bedauerlich, dass das Gesetz nicht heute kommt. Ich finde, Sie von der FDP und auch der Kollege Merz sollen nicht so tun wie so ein Kleinkind, dass man die Rassel wegnimmt und ihr dann sagt, hey, die Landesregierung weiß nicht, was sie will. Es ist jetzt einmal gut. Sie sind mit dem dicken Kopf nicht durch die Wand gekommen, weil es auch keiner momentan doch. Es gibt von beiden Fraktionen, können Sie im Wortprotokoll nachlesen, auch von der ersten Lesung schon, habe ich eben noch nachgelesen von Kollegin Ravensburg, die beides Mal in beiden Lesungen haben CDU und GRÜNE gesagt, dass das Ziel ist und bleibt unstrittig. Aber es ist ein unkoordiniertes Vorgehen, zuerst ein Gesetz zu verabschieden, ohne zu wissen, was der Unterbau wieder sich organisiert, wie es dann welche Probleme auftreten und wie man das Gesetz sich unter Umständen besser absichern könnte als mit Ihrem Gesetz. Deswegen werde ich jetzt auch keinen Änderungsvorschlag machen, weil wir erst das gucken wollen, wie es sich konstituiert kommunal. Und dann werden wir in einem Jahr oder in einem halben Jahr oder wann auch immer, wie weit die weiter sind, werden wir diesen Pfad Zwischenbilanz ziehen, daraus einen Gesetzentwurf machen. Genauso ist der richtige Weg und nicht andersherum. Deswegen gibt es von uns ein strukturiertes Vorgehen, ein beauftragtes Vorgehen. Diese werden doch jetzt loslegen und arbeiten. Dafür bekommen Sie doch Geld. Sehen Sie das nicht? Wollen Sie das nicht sehen? Dann ist es eine politische Blindheit, die Sie hier vor sich hertragen, um noch einmal bei den Eltern möglichst lieb Kind zu machen. Das ist so billig und durchschaubar, dass Sie an der Sache, Sie scheinen an der Sache nicht wirklich interessiert zu sein, an einem seriösen Vorgehen. Das erweckt bei uns hier den Eindruck. Sie haben kein Interesse an einem seriösen Vorgehen. Das ist der Unterschied dazu. Das organisierte Vorgehen ist beschrieben, mehrfach beschrieben, und es ist mit den Betroffenen selbst auch abgenickt worden. Die haben gesagt, ja, es ist nicht dramatisch, wenn jetzt kein Gesetzentwurf kommt. Das haben die Betroffenen selbst gesagt. Also, wohinter stellen Sie sich eigentlich? Wohin stellen Sie sich eigentlich? Sie versuchen sich verzweifelt an irgendeine Spitze einer Bewegung zu stellen, die selbst für sich sagt, lasst uns doch erst einmal in Ruhe die Strukturen im Land aufbauen. Das sagen die doch selbst. Wo besteht eigentlich Ihre panischartige Hektik jetzt? Ich fürchte, Sie sind daran, noch die letzten Stimmen von den Eltern sozusagen sich dort einzuschleimen und dann zu sagen, hier, wir wollten es doch unbedingt haben. Das ist doch jetzt echt ein bisschen billig von Ihnen, Herr Rock. Doch, ist es einfach. Weil das ist, Sie können doch nicht belegen, wo die Stadteltern. Wir haben 423 Gemeinden, und in einem übergroßen Teil fehlen die Unterbau. Und da sagen Sie, interessiert mich nicht, interessiert mich alles nicht. Ja, das interessiert Sie alles nicht, weil Sie auch kein Interesse daran haben, eine reale Verantwortung zu übernehmen, sondern einfach hier um billigen Effekthascherei zu machen. Und das machen wir eben nicht mit. Danke schön. Danke, Herr Bocklet. Wir sind in einer munteren Debatte und schleimen nicht, sondern debattieren. Das möchte ich doch noch einmal sagen. Kurzintervention. Ja, dann ist aber mal erst jetzt alles in Ruhe, Herr Merz. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Und als Erstes erteile ich für die Linken Frau Schott das Wort.
Also, Herr Bocklet, wenn Sie hier argumentieren, heute am Tag, hier sollten Menschen nicht mit so viel Schaum vor dem Mund reden, dann finde ich, Sie sollten einmal vor Ihrer eigenen Türe kehren und den Schaum an Ihrem Mund abwischen. Weil das, was Sie hier gerade abgeliefert haben, das war ein ganzes Schaumbad, in das aber keiner rein möchte. Und weil Sie von politischer Blindheit geredet haben und davon, dass hier ja keiner wüsste, was Sie eigentlich tun würden und was angesagt wäre, und weil Sie sich ja selber Pädagoge nennen, versuche ich es einmal mit einer pädagogischen Methode, nämlich der der Wiederholung. Die betroffenen Eltern, von denen Sie die ganze Zeit reden, dass die so furchtbar glücklich wären mit dem, was Sie ihnen bislang ermöglicht haben. Diese selbigen Eltern schreiben, und der Herr Merz hat den Satz vorhin schon einmal gesagt, aber pädagogisch wertvoll Wiederholung, eine Umsetzung dieses Entwurfs würde eine deutliche Stärkung der Elternbeteiligung in hessischen Kitas mit sich bringen, die auch dem Vergleich mit anderen Bundesländern standhalten könnte. Das ist der zentrale Satz. Dann kommen ein paar Hinweise, die man berücksichtigen kann, mit denen man umgehen kann, die man in Zukunft berücksichtigen könnte. Aber das genau ist der zentrale Satz der Aussage der Eltern, von denen Sie eben sagen, die seien so furchtbar damit beschäftigt, einen Unterbau aufzubauen, und die könnten und wollten jetzt gar nichts anderes. Nehmen Sie doch das einfach einmal zur Kenntnis. Der politische Blindflug liegt eindeutig bei Ihnen. Danke, Frau Schott. Bevor wir in der Debatte fortfahren, will ich nur der Klarheit sagen, wir schleimen nicht nur, sondern wir sind hier auch nicht ekelhaft, sondern wir sind in einer munteren Debatte. Und ich bitte alle, sich eines parlamentarischen Sprachgebrauchs zu befleißigen. Ich bin mir sicher, Herr Merz, für die SPD-Fraktion, das werden Sie jetzt tun. Tue ich das nicht immer, Herr Präsident? Nein, ich erwarte keine Antwort. Meine Damen und Herren, ich finde wirklich die Einlassung des Kollegen Bocklet bemerkenswert, das muss ich sagen. Ich verstehe nicht die Aggressivität in dieser Debatte. Ich verstehe auch nicht den Punkt in dieser Debatte. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Ich kann es nur so interpretieren, dass es fällt mir schwer, das so zu interpretieren, dass es Ihnen nicht um die Sache geht, sondern dass es Ihnen darum geht, dass Sie Angst haben, dass Ihnen hier irgendjemand parteipolitisch an die Karre fahren wollte. Wie gesagt, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass es Ihnen nicht um die Sache geht, Herr Kollege Bocklet, aber es bleibt fast kein anderer Schluss übrig. Weil Sie wiederum nichts gesagt haben zu der zentralen Frage, wie Sie sich denn den Mittelbau vorstellen. Und die Bemerkung, die LAG Kita Eltern Hessen e.V. sei beauftragt, jetzt auf der Städte-, Gemeinde- und Jugendamtsbezirksebene Beiräte zu bilden. Entschuldigung, das ist nun wirklich so schräg wie nur irgendwas, dass ein eingetragener Verein, dessen Mitglieder ich sehr schätze, die zu dieser Debatte eine Menge beigetragen haben und auch weiter beizutragen haben werden, einen Auftrag erfüllen sollen, den nur der Gesetzgeber erfüllen kann, nämlich für eine gesetzliche Grundlage für Elternvertretung in Hessen zu schaffen. Das ist so schräg wie irgendwas. Und ich bleibe dabei. Das Einzige, warum Sie nicht zustimmen, ist, weil es nicht Ihre Idee war. So einfach ist das. Danke, Herr Merz. Danke schön, Herr Merz. Wir sind jetzt am Ende der Debatte angelangt und treten in die Abstimmungen ein. Ich lasse als Erstes abstimmen über den Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und der FDP. Wer möchte dem zustimmen? Das sind SPD, FDP, DIE LINKEN. Wer ist dagegen? Das sind BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die CDU. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. Dann lasse ich nun über den nicht geänderten Gesetzentwurf der Fraktion der FDP abstimmen. Wer möchte dem zustimmen? Das sind FDP und DIE LINKEN. Wer ist dagegen? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Die SPD-Fraktion. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.